Mann, ihr Spickender, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt. Willkommen, wir sind hier letztes Mal, oder wir müssen jetzt irgendwie abhauen. Das ist alles, die ganze Scheiße steht im, ich drück mal auf zurück, oder? For me? I, passed by him on the way out. Wanna tell me how you got out? Let's just focus on flying, shall we? Okay, fine. Kinsey, does this thing have a radio? Radio signals bounce around space for... Wait. This is my jam! Ach du Scheiße. Freunde, das schaffe ich nie im Leben. Okay, das gibt mir sicher einen Content an den Treffer, dieses wunderschöne Lied, ne? Kann ich noch? Okay. Oh. Gibt's hier keine Checkpoints, Freunde? Das schaffe ich im Leben nicht. Du bist gestorben, Mann, vom Checkpoint. Genau, das schaffe ich nie. Freunde, das schaffe ich nie. Vor allem, das ist umgedreht. Du, wenn, you saved Keith David before me? I, passed by him on the way out. Wanna tell me how you got out? Let's just focus on flying, shall we? Okay, fine. Kinsey, does this thing have a radio? Radio signals bounce around space for... Wait. This is my jam! Irgendwie ist die Steuerung umgedreht. Das ist total irgendwie. Oh, ich muss da, glaube ich, rein. Jetzt seht ihr, was ich meine. Wenn ich irgendwie nach oben, dann geht's nach unten. Und das ist alles. Das ist ein Scheiß hier. Das schaffe ich nie im Leben, Freunde. Das, wie soll ich denn das hinkriegen? Checkpoint. Ja, komm hier. Checkpoint. Und dann geht's los. Ihr quatscht euch schön ein. Ich versuche hier mein Allerbestes. Oh, wait. You saved Keith David before me? I, passed by him on the way out. Wanna tell me how you got out? Let's just focus on flying, shall we? Okay, fine. Kinsey, does this thing have a radio? Radio signals bounce around space for... Wait. This is my jam! Wo bin ich denn jetzt gegengekracht? Also vorne. Das, ja, wird eine lustige Folge, beziehungsweise eine Folge, wo immer das Gleiche passiert. Wir fangen immer vom Checkpoint an, ne? Und das wird jetzt die nächsten 2 Jahre so weitergehen. Da muss ich leider... Ich beschönige nichts, ihr kennt mich, ne? Und oh, wait. You saved Keith David before me? I, passed by him on the way out. Es geht nur mit einem Stick, das ist echt bitter. Let's just focus on flying, shall we? Okay, fine. Und? Kinsey, does this thing have a radio? Radio signals bounce around space for... Wait. This is my jam! Jetzt wird die Scheiße auch schneller. Wie kann ich denn irgendwie bremsen? Baby. Hurt me. Ja, die Musik ist schön, aber das wird auf jeden Fall einen fetten Content an die Treffer geben. Oh Gott, das müssen wir kriegen. Oh Gott, das wird immer schneller und ich kann nichts machen, Freunde, ich kann nichts machen. Nein! Ich sehe nichts, Freunde, ich sehe nichts. Das wird scheiße immer schneller. Okay. Ich glaube, wir sollen diese Flüge. Do a barrel roll! Was? Spin this ship, dammit! Okay. Moment. Oh Gott, ich sollte nicht so viel rumballern, denn. Dort sehe ich nichts. Und das Problem ist, ne, ich bin auch schon, wenn ich was sehe, scheiße, ne? Insofern, ne? Oh, they're closing us in! Stay on target. Stay on target. Wir sind gleich raus, wir sind raus. We're in the space. Well, what about that? Fish on the moon. Ah, I love the moon, you know that. We're not really leaving the others, are we? Hell no. But if we're taking the fight to Zinyak, we'll need all the help we can get. Kinsey. Can you get in touch with Oleg? Yeah, we should be in range. Huh. I always thought Nightblade was just a vampire show. Oh no, my friend. It is the essence of drama. Hey, you need to take that? You know anyone with the 217 area code? Is that St. Louis? Probably telemarketer. Oof. Ignore. Voicemail? You want me to leave a message? Well, I'd say this was a productive day.
fucking monster. Oh, don't act surprised. I told you this would happen. You killed 7 billion people. Whoops. We're done talking. He's not getting away with this. You're goddamn right he's not. Kinsey, can you use this thing to place me back in the simulation? Yeah, I think I should be able... Do it. Wait, you want to go back in there? You can't kill Zinyak plugged into a computer. I can kill a lot of people with a computer. You? Sure. You need help setting the DVR. If taking over a small part of the simulation led you to me, taking over the whole damn thing has to do something good. You don't even know what will happen. She probably does. The president is right. Whenever the simulation is disrupted, I have a small window to work my way inside the Zin security network. The more it's disrupted, the more time I'll have to map out Zinyak's mothership. I can identify structural weakness, locate where they're keeping our friends. And find Zinyak. Yeah. All right, let's do this. When historians look back on the fall of the Zin Empire, this will be the defining moment. An act that was supposed to demoralize, galvanized, and a course was set that the Saints could never back down from. But even more monumental is this. If the Earth was not destroyed, pragmatism would have won over desperation, and the Saints would never have been reunited with the most dangerous man in all of history, Johnny Gat. But ever as always, I'm getting ahead of myself. Like all good stories, the second act begins with a call to action and the building of a robot. Wir fahren fort, wir haben die echte Welt geschafft, also ne, die Matrix für alle Matrix-Fans, ne. Wir haben 2005, das ist nicht die Welten, aber egal, ne. Wir haben einen Bonus, das ist wunderbar und wir machen mal auf A. Wir fahren nochmal fort. Das Schiff ist nun verfügbar. Kehrt aus dem Schiff zurück, um mit deinen Leuten zu reden, Aufgaben zu erhalten, die Audiologs anzuhören. Text-Adventures. Was? Text-Adventures. Du kannst jetzt Gateways benutzen, um zwischen Schiff und Simulation hin und her zu reisen. Benutze das Gateway auf dem Stansfield Island, um zum Schiff zurückzukehren und dort Waffenlager, Kleidung, Fahrzeuge und Bannanpassungen zur Verfügung zu haben. Das ist unglaublich. Ich bin total beeindruckt. Alright. Kinsey und Vizepräsident Keith David sind nur noch auf dem Schiff verfügbar. Besuche sie, um Aufgaben zu erhalten durch die letzten Notionen und das ist ja unglaublich. Keith David kann nun über das Telefonbuch des Hauptmenüs in die Simulation gerufen werden. Er hilft dir bei Saints kämpfen. Wir fahren fort. Kinsey kann über das Telefonbuch des Hauptmenüs in die Simulation gerufen und hilft dir bei Saints kämpfen. Wir fahren fort. Und dann Gabriel, kannst du deine Bande anpassen? Oh, ich habe eine Bande, cool. Ich wollte immer schon eine Bande haben von Fahren. Gateway-Waffenlager sind neu erinnert, das Marinton verfügbar. Oh, was ist das? Ist das eine E-Zigarette oder eine elektronische Lanze? Ich kann gar nicht sagen. Noch neue Cheats Cheats? Wie wollen ich cheaten? Cheats? In kleinen Schranken, Waffenlager, das Gateway sind. Okay. Dann gibt es in kleinen Schranken, sind neue Linsen. Das muss ich verwenden. Wie gibt es die Die Heavy Metal knallt. Niete, du nutzt sofort vorne Polka. Oh, we got the dubstep gun. I heard about that. It's very, very nice. Geld Kleidung. Alright. Yeah, die Oh, wie viele noch? Mit Top-Mann-Skills kennt ihr den Waffengesetz? Unglaublich! Oh, ist die Kräfte und jetzt auch den Look! Cool! Sans Flow, der Inhalt, Enter the Dominatrix ist jetzt in deinem Hub verfügbar. Schau da irgendwas. Aha. Okay, vielen Dank fürs Spielen und dein Kleiderschrank steht eine neue Kleidungsverfügbar. Oh, ich bin ganz aufgeregt. The Birch Clan und Sans angeschlossen, kannst du mit deinem Telefon den Begleiter antworten. Alright! Werde mit den Aliens Outfit, die jetzt in deinen Kleidung hängen, Aliens. Wir können Aliens. Ich habe Angst vor den Aliens, okay. Und also eine hochexplosive Aliens so Superkräfte. Kleidung, Haare, wir können sein, Freak. Alright. Okay. Höhlenmenschen, das wäre was für mich. Also Präsident als Höhlen, falls ich auch so Gateway. No, I don't think I see it. Geld, right. Oh, wie muss ich den, wie oft muss ich hier klicken?
Ah, Frickle. Ihr habt gewollt, ihr kriegt das Kostüm, okay. Was ist das? Buff-Element? Schleichenwechsel? Was? Die Flucht? Welle schnell, was? Stampfer. Hey, we gotta catch up. Ach, das ist immer noch der. Moment, ich weiß nicht. Eck. Okay, wir sind hier in der. Das ist. Hier können wir wieder zurückgehen. Sollen wir zurückgehen, Freunde? Oder sollen wir uns hier noch ein bisschen rumtreiben, ein bisschen Schabernack machen? Ich weiß nicht. Oh man, oh. I gotta trade this in for a bus pass. Pass mal auf, Kollege, ne? Du bist hier immer mit deiner Präsidentin. Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Freund, ich bin total schockiert. Ich weiß gar nicht. Oh, da ist auch eine. Eine Datensammlung. Oh, ganz viele Datensammlungen. Alright. Aha. Oh. Meint ihr, man kann süchtig werden nach Datensammlungen? Oh, ich hab mich verflogen. Okay. Oh, irgendwas speichert. Warum hast du gespeichert? Oh, was ist da oben? Mein Freund hat gespeichert. Er speichert immer noch. Alright. Oh. Wir sind gesprungen gegen die Mauer. Alright. Aha. Aha, was müssen wir jetzt machen? Wir gucken jetzt mal ganz kurz hier. Oh Moment, das war der falsche Part. Wir gucken jetzt mal ganz kurz hier in das. Moment, wir gehen ganz kurz hier. Ja, ein bisschen hier. Uns dem Volk zeigen! Hallo, wir sind's, eure Präsidentin. So, wird mal Karte, Aufträge, Kräfte. Was muss man hier mit den Kräften? Blast. Neue Upgrades. Sprint-Tempo. Sprint-Folge. Das haben wir aber schon, ne? Sprint. Okay, machen wir mal. Ich habe keine. Oh, ich brauche neue Datensammlung. Okay, Upgrades. Was können wir denn upgraden? Fähigkeiten. Ausdauer, gestern. Okay, was ist das? Neue Gateway freigeschaltet. Aha. Weiß ich gar nicht. Brauchen wir das wirklich? Ich weiß gar nicht. Gesundheit. Gesundheit ist immer wichtig, ne? Gesundheitsupgrade. Okay, was haben wir an Geld? Haben nicht so ganz viel Geld, ne? Boni? Okay, was können wir nach Bonus unruhend? Ja, steigere Geld und EP für das irgendwie Unruh her. Weiß nicht, was ein Unruh her ist, aber das machen wir mal. Haben wir noch irgendwie Bonus EP? Okay, ich habe nicht genug Geld. Aktivitäten? Chaoslauf? Okay. Fähigkeiten. Okay. Alright. Kampf. Schaden. Ja, ihr wisst, der größte Schaden sitzt am Gamepad, ne? Und, ja gut. Musik, Bargeld. Oh, wir können wieder Bargeld, glaube ich, holen, ne? Wie viel Bargeld haben wir? Oh, nicht so viel Gefühl. Meine Freunde, das war ja wirklich egal. Okay. Wir übernehmen das mal. Im Auftrag haben wir Drive. Was können wir machen? Es gibt viele Möglichkeiten, diesem zu übernehmen, ne? Übernimm einladen. Ah. If Zinyak wants a fight, we're going to bring it to him. Taking down the simulation will wreak havoc on all the Zin systems and help us locate our friends. There's plenty you can do to overload, disrupt, and generally break the whole damn thing, so let's start small. I know hacking stores seems trivial, but it's a good place for us to begin. Alright, get moving. I think it'd be best to start at Planet Zin. If I'm taking a store back from Zinyak, I want the one with his ugly face on it. Okay, good point. Oh, und das Hacken kann ich mich erinnern, dass da war ich ganz schlecht. Ich meine, ich bin ja sowieso schlecht, aber da bin ich extrem schlecht. Aber das ist. Wir gucken mal. Mal gucken, ob wir irgendwas hacken. Datensammlung. Meint ihr, man kann davon süchtig werden? Yeah! Well. Meint ihr, ich kann süchtig werden von die Datensammlung sammeln? Wut? Oh. Alright. 300 Meter. Okay. Oh. Right. Ah, oh, da vorne ist ein Geschenk. Oh Gott, mit den Hacken vorne. Ich erinnere mich an das Hacken. And I thought freckled bitches was tacky. Entschuldigung. So you should be able to hack it from right outside the door. Good luck. Okay, wir haben keine Ausdauer mehr. Jetzt haben wir wieder Ausdauer. Hacke den Laden. Hey, Punk, du stehst im Weg. Sorry. Oh my God. In the movies, the prisoners. I'm not gonna let you push me around. Laden hacken. Oh Gott, wie war das denn nochmal? Moment. Verbinde den Datenzugriffsschaltkreis von links nach rechts und nutze das, wenn man da Hacke einen Knotenpunkt der rechten Schulter. Links Auswahl bewegen, rechts.
Hacken, scrollen, hacken, platzieren. Okay. Okay. Wie war das? Moment. Ach, das war ja leicht. Aber das geht leider nicht so leicht weiter. Okay. Können wir jetzt hier irgendwas, was Y, kriegen wir jetzt hier irgendwie, das ist Oberkörper? Nee, nee, die Lady gefällt mir schon so, wie sie sind. Was haben wir denn im Kleiderschrank? What do we do have? Haben wir Outfits im Kleiderschrank? Wir haben ganz gut, was haben wir? Ah. No, wait, don't. I want to see how their reaction protocols work. Oh, sure, because it's me getting shot at. Wine, wine, wine. Freunde, ne, ihr geht mir ziemlich auf den Senkel und deswegen machen wir mal ganz kurz hier, ne, Monsterrolle, ne, und dann hau ich hier noch ein paar auf die Fresse, bitte sehr. Du kriegst auch noch einen und hier und da und dumm und bumm und bumm und bumm. Ja. Wir spielen Baseball, einen Baseball, einen Baseball. Okay. Das ist das Problem, wenn immer die, sagen wir mal, die Hacker Rider losgeht, dann, erholen, okay. Alright. Oh, da war eine Datensammlung. Ihr seht, man kann süchtig werden nach Datensammlungen. Oh. Das ist nicht gut, da oben ist noch einer. Komm. Was hacke die... Müssen wir machen, meine Leute. Aber allerdings in der nächsten Folge erst. Ich sage es erstmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich weiß gar nicht, was die jetzt von mir wollten. Ich habe ein bisschen Baseball gespielt und das kommt schon mal vor bei mir. Ne? Und ja, dann gucken wir mal in der nächsten Folge. Ihr könnt ja mal kommentieren. Das ist jetzt eine zweite Aufnahmesession gewesen. Ich weiß gar nicht, welche Folge. Wolltet ihr mehr von sehen oder sollen wir mal ein Päuschen machen, was anderes antesten? Könnt ihr einfach mal in die Kommentare ballern. Ne? Und ja, wäre ich euch sehr dankbar. Ne? Und dann schauen wir mal, wie das dann hier so weitergeht. Ne? Sin is law above all. Ne? Das ist totaler Blödsinn. Meinem Spiel genau. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe wie gehabt. In diesem Sinne, ab in die Rinde vorne. Halt euch wacker. Ciao, ciao. Und schaut nochmal in die Augen unserer wundervollen Präsidentin. Das ist einfach unglaublich.